Hi, mein Name ist Nathalie und heute geht es bei Place to Be Stars und Stories um Mascha und Couple on Tour, besser bekannt als Ina und Vanessa und vieles, vieles mehr. Bloggerin Mascha hat vor über 10 Jahren abgetrieben. Uns hat sie exklusiv erzählt, warum sie sich für das Thema Gleichberechtigung und das Thema Abtreibung in der Öffentlichkeit stark macht. Im Alltag macht man ja viele Erfahrungen, generell als Frau, seien es einfach übergriffige Kommentare oder auch das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden oder halt eben, und dafür stehe ich in letzter Zeit auch sehr viel ein, für das Thema Abtreibung, dass es da auch einfach dass Frauen nicht selber über ihren Körper entscheiden dürfen und das ist absolut, also das geht gar nicht in meinen Augen und ich bin da 100% pro-choice, auch weil ich selber eine Abtreibung bereits hatte und das Thema auch sehr öffentlichkeitswirksam bereits auch angesprochen habe. Auch andere Stars haben ihre Abtreibungsgeschichte öffentlich geteilt. Rapperin Nicki Minaj erzählte in einem Interview mit dem Rolling Stone, dass sie während ihrer Highschool-Zeit abtreiben musste. Ich dachte, ich müsste sterben. Ich war ein Teenager. Es war das Schwerste, das ich jemals durchstehen musste. Schauspielerin Whoopi Goldberg wurde mit 14 schwanger. Ich habe keine Periode bekommen, sagte sie in dem Buch The Choices We Made. Ich sprach mit niemandem, ich geriet in Panik, ich saß in heißen Bädern, ich trank diese seltsamen Gebräue, von denen mir die Mädels immer erzählt haben. So etwas wie Johnny Walker Red mit ein bisschen Chlorix, Alkohol, Backpulver, was mir wahrscheinlich meinen Magen gerettet hat, und irgendeine Art von Creme. Sie mischten das alles zusammen. Ich wurde heftig krank. Am Ende ging sie einen besonders schmerzhaften und gefährlichen Weg, den niemand gehen sollte. Whoopi Goldberg führte die Abtreibung selbst mit einem Kleiderbügel durch. Bloggerin Mascha hat uns erzählt, wie ihre Familie auf ihre Entscheidung damals reagiert hat und ob sie ihre Entscheidung heute bereut. Es war kein großes Thema. Meinten so, okay, das ist deine Entscheidung, mach halt. Also, ich hab's gemacht. Und that's it, basically it. Also, und ich glaube, deswegen ist es jetzt für mich auch nicht so schlimm, darüber zu reden, weil so traumatisch war das alles für mich auch nicht. Ich finde es nur schade, dass es für andere Frauen so traumatisch ist. Dass andere Frauen eben mit einem Umfeld oder mit einer Familie zu tun haben, die da so voller Vorurteile ist. Mit einer Regierung, die da eben nicht zulässt, dass Frauen diese Entscheidung für sich treffen können, die sie verurteilt, mit Hilfe von Gesetzen. Und das, finde ich, ist das Problem. Meine Geschichte ist relativ basic und eigentlich ist es auch vollkommen egal. Und an sich, und dafür möchte ich auch stehen, sind die Gründe einer Frau auch vollkommen egal. Ich meine, ich hatte wahrscheinlich, wenn man mal so darüber redet, einen mehr oder weniger guten Grund. Ich meine, ich glaube, viele Frauen in meiner Situation hätten eh nicht gehandelt. Aber ich glaube, selbst wenn ich in der Situation, in der ich jetzt bin, also Anfang 30, dürfen das sagen, keine Sorge, es ist okay, ich bin Anfang 30, ich bin 32. Mit 32, finanziell relativ gut aufgestellt. Wenn ich jetzt keine Kinder wollen würde, wäre es auch okay, keine Kinder zu bekommen. Weil jede Frau kann für sich selbst entscheiden, ob sie als Mutter geeignet ist oder nicht. In anderen Ländern ist es leider bis heute immer noch nicht so einfach, als Frau selbst über seinen Körper entscheiden zu können. Erst 2019 wurde im Bundesstaat Alabama das Gesetz verabschiedet, dass eine Frau eine Schwangerschaft nur abbrechen darf, wenn ihr eigenes Leben dadurch in Gefahr ist. Vergewaltigung oder Inzucht waren dabei nicht als Grund inbegriffen. Viele Stars wie Sängerin Lady Gaga oder Schauspieler Chris Evans sprachen sich auf Social Media dagegen aus. Sängerin Rihanna postete dieses Foto und schrieb: Schaut euch das an. Das sind die Idioten, die Entscheidungen für Frauen in Amerika treffen. Governor Kay Ivey, Schande über sie. Letztendlich erließ der Bundesrichter Myron Thompson eine einstweilige Verfügung und stoppte das Gesetz, da es der Verfassung der Vereinigten Staaten widersprach. Auch in Polen kommt es seit Ende letzten Jahres zu Protesten, weil die Regierung das Abtreibungsgesetz verschärfte. Demnach sind Abtreibungen de facto verboten. Mascha bereut ihre Entscheidung bis heute nicht, weder die Abtreibung noch mit dem Thema in die Öffentlichkeit gegangen zu sein. Ihr ist es wichtig, anderen Frauen zu zeigen, dass sie damit nicht alleine sind. Ich habe zu keinem Zeitpunkt eigentlich gedacht, hätte ich das mal nicht gemacht. Ich weiß noch, in dem Moment, wo ich dieses Cover in der Hand hielt, dachte ich mir so,
hat sich jetzt nicht so geil angefühlt, sage ich mal. Einfach, weil ich mir natürlich gewünscht hätte, wegen was anderem auf einem Cover zu sein und nicht deswegen. Aber ich finde es super wichtig, darüber zu reden, weil es eben so wenig Frauen gibt, die darüber reden. Weil es immer noch ein Thema ist, was mit Scham, was mit Angst behaftet ist und ja, auch viel mit Abneigung verbunden ist. Also, und ich kenne das ja auch selbst. Also ich weiß noch, ich war super jung. Ich war 19, 20 Jahre alt oder so. Als ich abgetrieben habe. Und das war auch einfach keine geile Zeit in meinem Umfeld. Natürlich haben wir mit Mascha aber auch über andere Themen gesprochen, denn sie ist schon seit einigen Jahren mit ihrem Freund David zusammen und sie hat uns erzählt, wie sie heute zum Thema heiraten und Kinder bekommen steht. Hättest du mich noch vor einem Jahr gefragt, wäre ich so, Kinder kann ich mir schon eher vorstellen als heiraten. Ich weiß nicht, ich finde heiraten ist so, braucht man das wirklich? Ich meine, so eine Hochzeit. Guck mal, da kommt die pragmatische Masche raus. So eine Hochzeit ist sehr, sehr teuer. Aktuell in Corona-Zeiten nicht, weil du kannst nicht viele Leute einladen, du kannst nicht großartig feiern. Ja, aber trotzdem kannst du dir vielleicht eine geile Location buchen und sowas. Also wenn ich schon heiraten will, dann will ich schon geil heiraten. Dann muss es schon groß sein. Dann muss es nicht groß, schön. Ach so, oh. Nichtsdestotrotz sind das Kosten, die dann auf einen zukommen, die, glaube ich, viele romantische Paare auch ja, irgendwie ein bisschen unterschätzen. Und ich denke mir so, okay, es gibt so viele geile Sachen, die man von dem Geld auch erstmal machen kann, die viel mehr Spaß vielleicht machen als langfristiger. Die erstens langfristiger sind natürlich, man kann es investieren, aber auch die, ja, sowas wie geile Urlaube oder sowas oder geile gemeinsame Erinnerungen. Und das ist für mich Ja wohl auch eine geile gemeinsame Erinnerung. Ja, aber wenn du mich fragst, heiraten oder ein richtig geiler Urlaub, ein paar Wochen einfach offline. Also. Apropos heiraten, wir haben diese Woche mit Ina und Vanessa, bekannt als Couple on Tour, gesprochen. Die zwei sind schon seit einem Monat verheiratet und wussten zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens aber noch gar nicht, dass sie überhaupt auf Frauen stehen. Uns kennengelernt haben, wussten wir gar nicht, dass wir eines Tages hier sitzen werden oder dass wir eines Tages irgendwie verheiratet sein werden. Ja, wir haben uns ganz normal als Freundinnen kennengelernt, haben ganz normale Freundinnen-Sachen gemacht und haben dann aber irgendwann gemerkt, dass da irgendwie doch mehr ist. Also wir waren shoppen, wir waren im Kino, wir haben über Leute geredet und über uns geredet und dann wurden wir beste Freunde und dann irgendwann, wir waren dann feiern öfter und dann irgendwann hat man sich dann immer mehr zueinander hingezogen gefühlt und dann hat man sich ineinander verliebt während dieser Freundschaft. Von wem kam der erste Schritt? ja. ja, die Wahrheit, ne? Ja. Okay. Ja. ja, den habe ich gemacht. Also ich hatte irgendwie länger, glaube ich, mit mir innerlich so zu kämpfen. Aber ich habe dann den ersten Schritt gemacht und halt gesagt, dass ich sie mehr vermisse und dass ich das sehr, sehr komisch finde. Du kannst auch sagen, dass du zuerst ich liebe dich ja, gesagt okay, hast. Ja, okay. Ja. Wollte ich jetzt aufschieben. Ja, das habe ich auch als erstes gesagt. Aber vorher war es eigentlich anders, oder? Vanessa, du wusstest eigentlich viel früher, dass du von Ina nicht nur Freundschaft willst. Ja, ja. Also ich wusste das schon nach dem ersten Treffen. Da habe ich das in mein Tagebuch geschrieben, dass ich mich in sie verliebt habe und dass ich damit anscheinend Frauen liebe, sozusagen. Aber ich habe mich das nicht getraut zu sagen und deshalb hatte sie öffentlich sozusagen den ersten Schritt gemacht bei uns beiden, aber ich innerlich. Und weil Ina sogar schon einen Freund hatte, kam das Outing für ihre Familie besonders überraschend. Das war sehr überraschend. Ehrlich, wirklich. Meine Oma meinte auch, also für meine Oma war es, glaube ich, am schwersten zu begreifen. Also sie ist fast 90 und für sie war es halt so, ja, erzähl doch mal. Sie meinte dann auch so zu mir, warum seid ihr denn nicht einfach Freunde geblieben? So, also sie konnte es erstmal nicht begreifen und hat dann auch entsprechend öfter nachgefragt, was nicht schlimm ist. So, also ich bin froh, dass sie ja, das akzeptiert und auch wirklich versucht, es zu verstehen und mittlerweile auch verstanden hat und so. Aber ansonsten, glaube ich, war es für die Familie irgendwie vielleicht ein Stück weit ein Schock. Und dann auch wirklich sehr überraschend. Wie lange habt ihr gewartet, bis ihr euren Familien das gesagt habt? Boah, also ich war recht schnell, in Anführungszeichen. Ich habe das nach einem Dreivierteljahr, glaube ich, gemacht. Also es war trotzdem noch eine Zeit dazwischen. Und Ina hat es ein bisschen später gemacht, ich glaube 2-3 Monate später. Aber sie hat sich nicht so ganz getraut gehabt. Und deswegen haben wir dann gemeinsam den Schritt bei dir gemacht. Ne? Weil du meintest so, du weißt noch nicht ganz genau, wie. Dann haben wir das wirklich beide gemeinsam gemacht bei ihrer Familie über WhatsApp. Und dann das zusammengeschrieben, die ganzen Texte, weil sie einfach Angst hatte oder weil du einfach Angst hattest, dass jemand da doof reagiert. Ihr habt beide euren Familien das aber über WhatsApp und nicht übers Telefon in einem direkten Gespräch oder einem gemeinsamen Treffen, sondern über WhatsApp. Ja. Wie schreibt man sowas?
Boah, das ist super, super schwierig. Also wir haben auch die Verläufe noch auf unserem Handy. Und es ist sehr, sehr schwierig. Für uns war es einfach der beste Weg. Und wir haben einfach so, ich glaube, jeder hat es unterschiedlich geschrieben. Du hattest deinen Papa, das haben wir gemeinsam langeren Text geschrieben. Ne? Und meiner Mom habe ich einfach so geschrieben, Mama, ich muss dir was sagen. Und dann haben wir so einen Dialog dann gehabt. Und dann irgendwann kam es dann raus. Und eure Freunde, wussten die das schon länger? Die haben euch ja wahrscheinlich zusammen erlebt. Die konnten ja irgendwann auch erahnen, dass es mehr ist, oder? Boah, wir waren so gut im Versteckspielen, ne? Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich glaube, keiner hat so richtig geahnt. Also vielleicht deine Eltern? Ja, die wussten es ja an, die schon seitdem ich 14 bin. Haha. Ja. Sagen sie mir ja immer. Ja, aber ich glaube, unsere Freunde waren vielleicht ein bisschen genervt davon, dass wir halt die ganze Zeit zusammen sind. So. Also warum gibt es euch nicht alleine? Aber ich glaube, jeder, der schon mal verliebt war, weiß, wie das so zu Beginn ist. Also bei uns war es jedenfalls so, dass wir uns überhaupt nicht mehr trennen wollten. Und das war vielleicht das. Aber dass wir wirklich zusammen sind, glaube ich, haben nicht so viele Leute geahnt. Deine beste Freundin Anna wusste das. Der haben wir es als erstes erzählt, weil sie auch bi ist. Und es war dann irgendwie ein einfacher Schritt, weißt du. Weil dann wusste man schon, sie weiß das vielleicht ein bisschen, wie das so ist. Und dann konnten wir es ihr irgendwie leichter erzählen. Das war so unser erstes Outing. Ja. Die beiden sind erst Mitte 20 und schon verheiratet, sind sich aber sicher. Wenn man, ich glaube, so einen schweren Prozess irgendwie hinter sich hat, so ein Versteckspiel und sich über, also dadurch, dass wir ja beide unsere engsten Vertrauten waren und nur miteinander darüber nicht mal richtig gesprochen haben, aber über diese, all diese ganzen Sachen gesprochen haben, ist diese Verbindung, die man irgendwie hat, kann man, glaube ich, ganz schwer beschreiben. Also, dass man sich wirklich so sicher ist. Also, ich glaube, es gibt so viele Dinge, in denen man sich unsicher ist und die man vielleicht bereut oder man sagt, ich weiß nicht so richtig. Aber wenn man das so durchgemacht hat, dann merkst du einfach, dass du dir sicher bist. Ja, sehe ich auch so. Wir waren ja dann verlobt und dann dachten wir so, ja, jetzt langsam könnten wir auch heiraten. Ihr habt euch auch gegenseitig einen Antrag gemacht, ne? Ja, und wir wussten davon sogar nichts. Also, es war nicht so geplant von uns beiden, dass wir das jetzt beide bereits wussten. Wie lief das so ab? Wie kann man sich das vorstellen, wenn beide jeweils dem anderen einen Antrag machen? Ist dann so ein Halt, Stopp, nein, ich frag zuerst. Wäre auch irgendwie lustig gewesen, oder? Nee, sowas nicht. Lauri, also Vanessas kleine Schwester, die hat das so ein bisschen rausgehört. Also wir hatten beide unseren Plan unabhängig voneinander und sie wusste dann aber von uns beiden und meinte dann so, also hat uns dann so ein bisschen gelenkt, ja, mach das mal vielleicht an dem Tag und denkst du nicht, da wäre gut und so, weil man ja auch gucken muss, wir wussten dann beide, dass Leute dabei sind jeweils. Und dann hat sie halt alles so gelenkt und dafür gesorgt, dass ich hatte den Vormittag oder den frühen Nachmittag und du hattest halt den frühen Abend. Ja, und ich wollte es eigentlich auch im Kino machen, so wie Ina. Und da meinte meine Schwester, nein, Kino, das ist total eine doofe Idee, weil Ina es ja schon gemacht hat. Und dann habe ich dann was anderes dadurch gemacht. Aber meine Schwester, ich danke ihr immer noch so sehr dafür. Es war einer der schönsten Tage und man hat einfach beide, haben wir einen Antrag bekommen und einen gemacht. Und das war einfach so die beste Lösung für uns. Wo hast du den dann gemacht? Ich habe so ein Hotel gemietet und habe damit so Rosen Will You Marry Me geschrieben. Da war so der Blick auf den Fernsehturm. Also eigentlich voll schön. Ich hoffe, dass es schön war. War sehr schön. Danke. Was ist schöner, gefragt zu werden oder selber fragen zu können? Boah, ich finde, beides hat was. Ich finde toll, dass ich beides machen konnte. Ich glaube, gefragt zu werden, weil Fragen, du musst es dann sagen und du bist so aufgeregt und alles zittert und du legst dir ja vorher alles zurecht. So, ja, genau das sage ich. Du sagst auf jeden Fall was ganz anderes. Ja, ich wollte auch, mir hat mir so eine richtige Rede vorbereitet. Am Endeffekt ist einfach nur gekommen, willst du mich heiraten? Das war's. Ob die beiden auch eigene Kinder wollen, haben sie uns natürlich auch verraten. Ja, wir haben ja schon einen kleinen Nachwuchs, also unser Hund Charlie, der ist schon bei uns seit 2 Jahren. Aber ja, so wir wünschen uns schon, schwanger zu werden. Also wir wissen noch nicht genau, wann, müssen wir sagen, aber wir planen es auf jeden Fall schon. Und wer dann von euch beiden oder gleichzeitig? Nee, Nessie. Ja, ich mache das. Also ich mache auf jeden Fall, das erste Kind würde ich austragen. Beim zweiten Kind wissen wir noch nicht, ob Ina das macht oder ob ich daran irgendwie Spaß hatte, was ich nicht denke, aber wir wissen es noch nicht genau. In unserer Inspiration of the Week geht es dieses Mal um die Britin Georgie Clark, die sich für mehr Realität auf Instagram einsetzt. Mit ihren humorvollen Fotos und Videos rund um das Thema Instagram versus Reality zeigt sie ihren Followern, welche Tricks die Influencer benutzen. Denn mit der ein oder anderen Pose kann man ganz leicht kleine Röllchen oder seine Zellulite verschwinden lassen. Dabei betont sie immer wieder, dass nicht alles auf Social Media so ist, wie es scheint. Ihr ist es wichtig zu vermitteln, dass man mit dem eigenen Körper liebevoll umgehen sollte. Außerdem sei es unmöglich, den Schönheitsidealen auf Instagram immer entsprechen zu können. Das war's auch schon wieder von Place to Be Stars und Stories. Wenn ihr noch mehr Stars und Stories wollt, dann folgt uns auf Instagram @placetobe und ansonsten sehen wir uns übernächste Woche wieder.